Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Fiesta Online mit mir und Richie sitzt Richie. voll, P. Richtig, das ist die nette Dame hier. Ah, das kleine Komm her. Ja. So. Gut, wir machen hier mal weiter. Ja, ich pulle und sie verfehlen mich alle. Ich bin zu hoch für euch. Oh mein Gott, sie haben mir einen Schaden gemacht. Oh, wie gern. Ey, wann kriegt man denn die erste AOE? Weißt du das noch? Das wird ja geil. Mit Level 20. Erst. Ja. Boah, schade. Glaube ich. Dann könnt ihr dieser kleine Mini-AOE nur 10 Level lang anschauen. Nur. Boah. Wir questen hauptsächlich, ne? Hast du gemeint? Ja, wir machen die ganzen Quests. Ach, guck mal da, wie süß. Da haben welche geheiratet. Sie hat noch ein Herzchen-Buff. Dein Herzchen-Pet? Lol. Anscheinend haben sie diese zwei verliebten... was waren das? Eichhörnchen? Ja, nee, das hier ist ein Pet, wo man kaufen kann. Lebkuchenherz. Ah, okay. Also Leute, kaufen, ja. Wieder Geld ausgeben. Wenn man nur auf der Schulter hat. Hier, guck mal, bei Robin habe ich eine Quest angenommen. Ich mag die Blume auf seinem Kopf. Wir haben ja noch einen neuen Skill. Zwei sogar. So. Ich weiß gar nicht mehr, muss man die Auto... Ja, die muss man reinziehen, ne? Was? Muss man die Aktionsleiste. Reinziehen? Damit die dann aktualisiert sind. Nein. Doch. Nein. Es war nicht so. Natürlich. Weißt du nicht, was ich meine? Ist egal. Auf jeden Fall, hier bekommen wir noch einen Hut. Und werde meine erste Attacke hier, diesen Magieschuss, werde ich nicht erweitern, obwohl der andere mehr Schaden macht. Aber wie ihr hier unten seht, hat dieser Skill 1,8 Sekunden Cooldown und der nächste hat dann 4 Sekunden. Deswegen werden wir den nicht aufpimpen. Der macht dann zwar weniger Schaden, aber wenn wir in der Zeit dreimal angreifen können, fast, dann ist mir das sowas von egal. Denn dreimal macht auf jeden Fall mehr Schaden, wie wenn wir da so ein bisschen mehr Schaden machen. So ist das. Gut, ich habe hier jetzt mal zwei neue Dinger gekauft. Einmal Beherrschung Einhänder, damit müsste eigentlich unser Schaden steigern. Ja, um 3 Punkte ist der gestiegen. Kannst du mit Julia reden? Oh mein Gott. Warte mal. Todeshieb. Unser dritter Skill jetzt. Und dann probieren wir das mal aus hier. Heilerin Julia, wiederholbare Quest beginnen. Ich kann nicht mit dieser Tussi reden. Oh mein Gott. Hier reden. Gut, dann werde ich mal eben reloggen. Du bleibst genau hier stehen. Das dauert 10 Sekunden. Und wenn ihr irgendwie von irgendwas angehauen werdet, dann bricht es sofort ab und ihr könnt wieder 10 Sekunden warten, also stellt euch immer in Sicherheit, wenn ihr überhaupt jemals dieses Spiel spielen möchtet. Bei den Kommentaren, was wir machen, bestimmt nicht. Naja, wer weiß. Und ich kann immer noch nicht mit ihr reden, ich klicke ihr ins Gesicht. Ja, gut, anscheinend... Sie will eben nicht. Dann halt nicht. Sie redet eben nicht mit jedem. Sie ist eine eingebildete Biatch. So, warte mal, wir müssen hier zum Dingens hier, so, darüber. Zum Lagertyp, der eigentlich eine Frau ist. Marketplace, yeah. Was? Das steht da. Und guck mal da. Ach, ist da, ein leuchtender Kleriker. Mit einem Blue-Schild. Und einer unglaublich geilen Frisur. Ja, das sowieso.
So, Quest abgeschlossen. Yay! Yay. Langsame Schleime. OMG. Das sind die fetten Schwarzen. Ja, das sind diese grauen, diese langweiligen halt. Die langweilen mich so. Gut, wo geht's jetzt hin? Hier, Händler Pay. Warum heißt es nicht Händlerin Pay? Ja. Ist sie vielleicht ein Mann? Das weiß man nicht. Man weiß es nicht. So, wir bekommen eine Lederhose. Wunderbar. Bei dem hässlichen Gesicht könnte das schon sein. Ja. Wir kommen. Oh, Level Up. Yay. Ja, Level Up. Bisschen mehr EP gemacht wie unser guter Leiten. Ich weiß nicht, wie das geht, aber... Hey, wir sind so. Halt Imber. Die Gute hier will einen Buff von mir. Was? Die hat mich gefragt, ob ich sie buffe. Du bist ein Krieger. Krieger kann gar nicht buffen. Oh mein Gott. Also für alle, die hier anfangen wollen, fragt am Anfang keine Krieger, Magier oder Jäger, ob sie euch buffen. Denn sie werden es nicht tun. Das ist peinlich. So. Keiner wird euch für voll nehmen. Wenn ein Krieger nach einem Buff fragt. Oh mein Gott. So, Questliste. Oh, hier sind noch zwei Stück. Holy shit. Was nehmen wir an? Das Verschwinden der Dorfbewohner? Oh nein, oh nein. Fünf ist irgendwie verbuggt, glaube ich. Echohöhle. Blablabla. Ach nein, das was läuft. Das? Oh mein Gott, bin ich blöde. Annehmbar. So. Okay. Haben wir alles, oder? Lässt dann den verschwindenden Dorfbewohner. Jo. So. Okay. Okay. So, wie ist das ja, eigentlich? Mann. Gehen wir in eine Kaku? Oder gehen wir nicht in eine Kaku? Wir könnten... Ja. Ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? B. Es ist dort, es hat doch schon angefangen. Ach, das ist offen. Ja, nee, der, ja doch, das ist offen, ja, aber. Das wird wohl nicht mehr voll werden. Wir gehen. Um 3. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh nee. 21.28 Uhr. Oder 27. Wann ist dann das nächste? 22 Uhr oder was? Ja. Ja, dann gehen wir da rein. Würde ich sagen. Yay. Wobei ich glaube, dass wir bis dahin schon überm Level sind. Ich wollte es gerade sagen. Aber okay. Laufen wir überhaupt richtig, Questmaster? Ich hab keine Ahnung. Also wir brauchen Krebsscheren und Seesterne und nervöse Bienchen und langsame Schleime. Machen wir erstmal die langsamen Schleime wieder. Oh, wir laufen einfach mal und suchen. So, und schauen wir hier auf die Karte. Und anscheinend können wir hier alles machen. Wunderbar, dann machen wir erstmal zwei. Denn nervöse Bienchen und Krebsscheren sind da auf einem Fleck. Aber da waren doch auch langsame Schleime, ja. Oder nicht? Ja, egal, wir schon. Laufen einfach mal dahin, wo uns das Spiel hinführt. Auch wenn es nicht ganz so toll ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn das uns jetzt direkt zu so einem Item-Shop-Händler führen würde. Ja, das könnte... Wo man direkt seine Bankdaten angeben kann. In-game. Ganz leicht gemacht. Ach, wir haben ja einen neuen Skill. Ich glaube, den konnte man im Laufen machen. Ja. So, hier sind auch unsere Krabben, obwohl sie hier nicht angezeigt werden. Bam, das war ein schöner One-Hit. Sammelt dein Ding das nicht ein? Ne, scheinbar sammelt mein Pet nicht mal Quest-Items. Was für ein geiles Pet. Yay. Das hat sich ja gelohnt. Oh mein Gott, wie viele Scheren hier rumliegen. Scheren! Einsammeln, so. Plop. Ist ja schön, dass die dann immer für jeden zwei droppen. Das ist ja wunderbar, das geht ja... rasend schnell. Plopp. Und wieder einer tot. Und der nächste. Und wieder einer tot. Der nächste.
Oh mein Gott, ich komme gar nicht mit dem Einsammeln hinterher. So. Noch zwei. Krebsscheren. Ach, ach, halt. Scheren. Da liegen ja zwei. Das sind meine. Hey. Du Zigeuner. Jetzt sind es nicht mehr deine. Wie viel brauchst du noch? Ja, ich denke mal, jetzt bin ich fertig. Da liegen auch noch. Kannst du selber haben. Sammelt ich kann sie nicht aufsammeln. So, wir brauchen noch langsame Schleime. Wow, da sind ja welche. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Boah, die greifen in der Gruppe. Die kommen alle, oh mein Gott. Jetzt habe ich aber Angst. Sie können mir so viel Schaden anrichten mit meinen über 1000 TP. Seit wann greifen die in der Gruppe an? Keine Ahnung, ein neues Feature? Sie greifen in der Gruppe an. Oh mein Gott. Das ist hier richtig. So, ich spiel mal ganz kurz hier auf Folgen. Bitte warte. Und mach mein Red Bündchen auf. Ich glaube, du spinnst. Oh mein Gott, sie greifen wirklich in der Gruppe an. Ja, Leute, und ich trinke mein Feltins Energy, da ist auch Red Bull drin. Dann mal zum Wohl. Zum Wohl. So, jetzt stehen wir hier beide dumm in der Gegend rum. Ihr könnt uns bei unseren wunderschönen Trinkgeräuschen zuhören. Wo ist es? Oh mein Gott, und meine Finger kleben. Igitt. Solltest du vielleicht mal waschen? Ja, komm, ey. Boah, was für ein Cooldown haben die Scheiß-Skins. Das ist ja viel zu lange für dich, ja? So, was brauchen wir denn noch? Nervöse Bienchen, glaube ich. Schoki-Hasi. Yay. Yay. Und da, guck mal, da im Chat heißt einer Hasel-Uss. Da fehlt wohl Nuss. Und selbst da... Oh mein Gott, eine Riesenkrabbe. Oh mein Gott, wir werden sie töten. Bam, ins Gesicht. Und wir haben verfehlt. Und nein, oh, die sind ja richtig schwach. So schaden, sie trifft mich nicht mal. Trifft mich nicht. Oh mein Gott. Oh, du hast Aggro, oh mein Gott. Töte sie. Bam, oh Gott, Miss. Yay. Hat nur Müll down. Yay. So, was wollte ich denn gerade tun? Ach so, ich wollte mal Mana-Steine nehmen. Wo sind eigentlich die Bienchen hier? Ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da immer welche waren. Ja, wir laufen in die richtige Richtung. Laut der Map. Da ist eins. Oh mein Gott, sind die hässlich. Da ist ja schon wieder Schoki-Hasi. War die nicht eben noch hinter uns? Ja, irgendwie schon. Sie wird uns überholt haben, wo wir bei dem epischen Kampf gegen die Krabbe waren. Ah ja, stimmt, genau. Oder sie hat einfach Magie benutzt. Sie hat sich teleportiert, meinst du? Sowas geht? Mein Gott, das wusste ich auch nicht. Und ich stehe hier vor dem Bienchen, lass mich schlagen und springe erstmal ein bisschen. Guck mal, töten. Die Biene hat Hummi 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 gesagt. Hummi Hummi Hummi. Hummi Hummi. Ja, Hummi Hummi Hummi. Etwas Hummi 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 machen, ne? Ja, die stand wohl auf mich. So wie die vor mir rumgesumst ist. Deshalb ist sie auch nervös. Oh. Deshalb. Jetzt macht alles einen Sinn. Yay, yeah, die Entwickler haben mitgedacht. Wow. So. Noch 8 Stück. Oh mein Gott, macht das Spaß. Yay, das ist so abwechslungsreich, Leute. Ich komme vor Staunen gar nicht mehr raus. So, und nach den zwei Bienchen stellen wir uns mal ins Wasser. Boop. Aber das ist so kalt. Und ich habe wieder ein Level abbekommen. Ist das kalt. So, und? Oh mein Gott, in die Richtung. Okay. Nein, andere Richtung. Oder so. Okay. Ist ja gut, Mann. So, in dieser Position und mit diesem Ausblick beenden wir den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Fiesta Online Together. Also bis dann, Leute, und tschüss. Ciao.